Ob diese Frau einen grünen Daumen hat, erfahren Sie gleich. Ich kann Ihnen aber jetzt schon verraten, sie hat ein großes Herz. Ja. Fernsehmoderatorin und Tagesschausprecherin Judith Rakers. Jetzt bei das. Herzlich willkommen bei das. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es lohnt sich, denn heute lernen Sie einen Ihrer vertrauten Fernsehstars von einer ganz anderen Seite kennen. Die stets perfekt gestylte Tagesschausprecherin und NDR-Moderatorin Judith Rakers hat privat nämlich gern auch mal Dreck unter den Nägeln. Sie wühlt leidenschaftlich gern im eigenen Garten und sie kann eine richtige Hexe sein. Herzlich willkommen, Judith Rakers. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Wir machen gleich den Test. Bitte mal die Finger zeigen. Nee, es geht, weil jetzt ist Tagesschau-Style. Ja, es ist jetzt Herbst, Winter, das kommt meinen Nägeln zugute. Wer darauf geachtet hat, hat gesehen, dass ich den ganzen Sommer über in der Tagesschau immer gerne mal so dunklen Nagellack getragen habe. Nicht etwa aus modischen Gründen, sondern weil ich es einfach nicht mehr sauber bekommen habe und übermalen musste. Machst du das auch, dass du am ersten Tag und dann am nächsten Tag noch eine Schicht, am dritten Tag noch eine Schicht und am Ende der Moderationswoche hat man irgendwie 7 Schichten. Ja, und das ist auch schön, weil wenn man das dann abmacht, das ist wie bei früher bei diesen Wunderkugeln, kennst du die noch? Das waren so Bonbons, die konnte man lutschen und immer wenn man sie wieder aus dem Mund rauszog, nach 10 Sekunden war eine andere Farbe. Und ganz am Ende war so ein Kaugummi. Also so ist das bei den Fingern. Man kann auch manchmal schon so abziehen, ne? Weil schon so dick drauf ist, dass man schon so fast abziehen kann. Nee, so lange hält es bei mir nicht. Also diese ganzen Tricks, ja, darüber reden wir jetzt. Wir verraten so einige Geheimnisse und es hat sich auch ein bisschen was verändert im Leben, in deinem Leben. Darüber gleich mehr. So, Judith, Hand aufs Herz, was hast du dir Black Friday-mäßig bestellt, um ein paar Prozente zu sparen? Ich habe heute ehrlich gesagt was bestellt. Ah, ehrlich? Ja, was denn? War online, weil ich es nicht geschafft habe, in die Stadt zu gehen. Dunkelblaue Schals und Mützen, tatsächlich für die Inselreportagen. Also wirklich jetzt. Aber wegen des Black Friday, weil du gedacht hast, auch die 20% minus nehme ich mit? Ja, ich war schon relativ lange scharf auf genau diese Sachen und habe dann gedacht, ich gucke jetzt mal, ob die auch reduziert sind und waren 30% günstiger. Also du bist auch so eine Smart-Shopperin. Wenn du ein bisschen was sparen kannst und ein Schnäppchen machen kannst, bist du dabei. Es ist sogar so schlimm, dass ich das Gefühl habe, man überweist mir Geld aufs Konto, wenn ich was gespart habe. Also ich muss das noch mehr verinnerlichen, dass ich ja trotzdem Geld ausgebe. Ich freue mich immer nur über die Prozente und über das Geld, was ich quasi jetzt gespart habe. Hast du noch einen großen Wunsch auf der Liste, auf dem Wunschzettel für Weihnachten jetzt oder hast du hier schon alles selbst gekauft? Nee, ich habe noch Wünsche. Was denn? Und das sage ich doch jetzt nicht. Ach, darfst du nicht sagen. Ja, vielleicht hört der oder die Richtige zu. Ach so, du meinst einen Wunschzettel übers Fernsehen verbreiten, das ist eine gute Idee. nee, in der Tat, also wir schicken in der Familie uns immer so ab 1. Dezember in die WhatsApp-Familiengruppen unsere Wunschzettel gegenseitig. Und es führt aber leider dazu, dass dann oft jemand auch dreimal das gleiche Geschenk bekommt. Weshalb wir jetzt gesagt haben, dieses Jahr machen wir es nicht mehr so, dass wir einen Wunsch formulieren, sondern wir machen das konkreter. Also wir nennen der konkreten Person, ich wünsche mir. Oder schenk mir gerne was, was du mir schenken möchtest. Aber wir machen nicht mehr so dieses, dass man dann 5 gleiche Pullis kriegt. Aber dass ihr überhaupt noch schenkt. Wir schenken ja schon lange nichts mehr in der Familie. Ja, ist eigentlich schön, aber wir haben alle keine Lust mehr auf den Stress. Wir sind einfach nur beieinander, aber geschenkt wird während des Jahres, wenn einem was einfällt, aber nicht mehr zu Weihnachten. Aber ich finde das so schön. Also für mich ist ja Weihnachten also wirklich eine Tradition, auf die ich nicht verzichten möchte. Ne? Ja. Ich bin immer Heiligabend bei meinen Eltern und wir machen noch immer das gleiche Essen und der Baum ist auch relativ ähnlich geschmückt und die Katzen hängen auch jedes Mal drin und versuchen irgendwie diese Weihnachtskugeln darunter zu stoßen. Ja. Es geht auch immer irgendwas kaputt, irgendeine kleine Katastrophe passiert immer. Einmal ist das Fondue geplatzt, und zwar komplett. Wir hatten dann nichts zu essen den ganzen Abend und mussten irgendwie dann in der Tiefkühltruhe gucken, was man noch so zusammenstellen kann. Aber es ist für mich ein Ritual und da gehören Geschenke dazu. Und da gehört einfach dieses ganze Ritual mit Bescherung, Essen und so mit dazu. Ich könnte dann nie in den Urlaub fahren oder so. Machen ja manche, ne? Karibik irgendwie mit dem Partner. Das wäre für mich eine Horrorvorstellung. Das ist bei uns auch Heiligtum. Weihnachten wird nach Hause gefahren zur Familie. Tagesschausprecherin, NDR-Moderatorin Judith Rakers jetzt bei uns auf dem roten Sofa. Und Andreas Moll jetzt mit einer kleinen Skizze über dein Leben. Und die malen wir uns dann gleich noch schön aus. Ganz bunt natürlich. Miss Tagesschau. Souverän, selbstbewusst, seriös. Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Leicht und locker kann sie genauso gut. Auf dem Rücken der Pferde, zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Mutig und neugierig taucht sie ein in ihre vielen Themen. Judith Rakers, eine Überfliegerin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur Jubiläumssendung von 3 nach 9. Gastgeberin der beliebten Bremer Talkshow, gerade mit großem Jubiläum. Gut gelaunt, geschmacks- und treffsicher deckt die Journalistin so einiges auf, auch mal Töpfe. Ich finde, die Optik ist so ein bisschen so, als hätte ich es gemacht.
Zur Weihnachtszeit zeigt sie wieder ihr großes Herz bei Hand in Hand für Norddeutschland im NDR Fernsehen und engagiert sich gegen Brustkrebs. Macherin, Moderatorin, Menschenfreundin Judith Rakers. Ach, das ist aber schön. Oder? Ich fand auch. Ja. So viele schöne Aspekte deines Lebens. Nein, du kriegst eine richtig schöne fette Lobhudelei. Du hast sie verdient von uns. Und die Menschenfreundin, mit der fangen wir jetzt an. Denn du moderierst ja wieder die große NDR-Spendengala Hand in Hand für Norddeutschland. Dieses Jahr das Thema. Was ist das? Ja, wir sammeln alle zusammen, es sind ja wirklich alle Radiosender, alle Fernsehsender, die zum NDR gehören, sammeln Geld für Menschen, die von Krebs betroffen sind und deren Familien. Es geht also alles an die norddeutschen Krebsgesellschaften und die verteilen das Geld, was eingenommen wurde, dann an die einzelnen Projekte. Und man tut wirklich mit jedem Cent so viel Gutes, weil auch jeder Cent wirklich bei den Projekten ankommt. Und man kann auch tatsächlich kleine Beträge spenden. Ja, also 5 Euro geht es, glaube ich, los. Wenn jeder einen Euro spenden würde, dann wäre das schon ganz schön viel erreicht bei den vielen Einwohnern im Norden. Du moderierst am 13. Dezember die große Spendengala, wie auch in den vergangenen Jahren. Aber hast ja auch schon im Vorfeld ganz viel getan für das Projekt. Du hast unter anderem einige der Betroffenen, aber auch Projekte besucht. Mhm. Unter anderem die Kieler Brustkrebssprotten. Wer sind die? Ja, genau. Das ist eine Selbsthilfegruppe aus Kiel. Und das sind vor allen Dingen junge Frauen, die da organisiert sind. Weil die Zahlen sind ja dramatisch. Also jede 8. Frau erkrankt an Brustkrebs und ein Drittel ist jünger als 55. Und bei den Kieler Brustkrebssprotten haben sich vor allem diese jungen Frauen organisiert, weil sie das Gefühl hatten, für uns gibt es eigentlich gar nicht so richtig was. Und ich spreche jetzt hier von Frauen, die so in ihren 30ern sind, die teilweise wirklich noch kleine Kinder haben im Kindergartenalter oder im Grundschulalter. Und die trifft natürlich so eine Diagnose ins Mark und Bein, auch weil natürlich die Kinder betroffen sind mit ihren Ängsten und das teilweise auch noch gar nicht richtig verstehen können, warum Mama jetzt alle Haare verliert und so schwach ist durch die Chemotherapie. Und die machen ja auch ganz viel miteinander, füreinander, aber auch um natürlich anderen Tipps zu geben, wie man möglichst früh Brustkrebs erkennen kann. Ja. Prävention, ganz großes Thema. Und du warst dort, um dir mal anzuschauen, wie so eine Prävention funktionieren kann. Ja. Das sind übrigens keine Brustimplantate. Das ist so unsere Präventionsarbeit. Also da sind Tumore in diesen Brüsten teilweise. Mhm. Und das soll halt eben dafür da sein, dass man eben auch selber mal gucken kann, wie fühlt sich das eigentlich an. Und du darfst jetzt gerne mal probetasten. Eine Brust ist frei und bei einer Brust, die ist schon sehr auf... Ich hab mal nichts davon. Hier ist auf jeden Fall was. Da ist was Kleines. Aber es kann ja auch eine Zyste sein. Kann eine sein, ja. Oh, da ist auch was. Hier. Gott, die arme Frau. Aber es ist richtig so, dass du auch wirklich reingehst zum Attasten. Ja, man zum muss schon tief ins Gewebe, ne? Ja. Die ist frei, würde ich sagen. Und die beide müssen zur Untersuchung. Also hier siehst du schon, guck mal, hier hat sich die Brustwarze schon verändert und auch das Gewebe, also die Hautstruktur ist auch anders. Das ist auch schon immer ein Zeichen davon, dass da irgendwas nicht stimmt. Und hier sind wirklich, also unter der Brustwarze natürlich schon recht großen Tumor. Na, und hier oben ist noch einer. Wie war das denn bei euch, als ihr das erste Mal den Knoten gespürt habt in der Brust? Ich kam aus der Dusche, habe mich eingecremt und auf einmal, was ist denn das? Seit wann habe ich denn das? Und dann zu meinem Mann abends noch, mach mal, fahr mal darüber, da ist doch was, oder? Ja, fühlt sich komisch an. Und dann halt zum Frauenarzt und der hat direkt ins Krankenhaus bestellt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man einfach vielleicht auch darauf aufmerksam macht, ne? Dieses Abtasten, auch im jungen Alter einfach zu sagen, wir wollen keine Ängste schüren, aber wir wollen sagen, es kann vorkommen. Es ist halt Prävention. Das wollt ihr auf dem Markt auch machen? Ja. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Hatten wir aber letztes Jahr auch schon. Ja? Ja. Ja, und kam super an. Ja? Die Leute haben es ausprobiert. Ob es alt oder junge, Männer oder Frauen. Männer trauen sich auch. Ja, aber das ist ja auch, die Männer haben ja auch die Brüste mal in der Hand. Deswegen wäre das ja vielleicht die sogar noch öfter als die Frauen. Also warum nicht auch die Männer? Das ist eigentlich gut. Man wendet sich an die Männer. Ne? Tastet die Brüste eurer Freundin auch. Ja. Ihr ist ein kluger und naheliegender Gedanke, ne? Tatsächlich. Also wir Frauen lernen das ja beim Frauenarzt, ne? Wie man das selber abtastet und so und sind da irgendwie alert. Aber natürlich wäre es auch gut tatsächlich, wenn die Männer das auch machen würden. Was sagten die Frauen so schön? Die Männer haben unsere Brüste eigentlich öfter in der Hand. Ich meine, da wurde jetzt gelacht.
Aber es gibt natürlich, und es gab vor allem ja auch bei diesem Treffen mit den Frauen, ganz viel traurige Momente, Judith, ne? Ja, es ist wirklich so. Also wir hatten eigentlich vor, einfach zu zeigen, was die Kieler Brustkrebssprotten machen, Präventionsarbeit und Hilfsangebote, und wollten zeigen, wie die diesen Benefizmarkt vorbereiten, wo sie eben dann auch diese Brüste zeigen zum Abtasten, dass sie dann möglicherweise Geld einnehmen, was sie davon sich leisten wollen bzw. realisieren wollen an der Klinik, nämlich nochmal einen Beratungsraum. Und dann ist es ein ganz anderer Film geworden am Ende, weil während unserer Dreharbeiten, die sich über einige Wochen gezogen haben, bekam Nina, das war die dunkelhaarige Frau in der Reportage mit den kurzen Haaren, die Diagnose, dass der Krebs zurück ist. Also der war jetzt einfach über drei Jahre schon weg. Dann gilt man schon als nicht geheilt, aber erstmal als krebsfrei. Dann ist die Chance, dass er nicht zurückkommt, groß. Und er kam aber zurück, und zwar mit voller Wucht. Ich habe mit ihr Sport gemacht, weil sie auch ganz viel über Sport und Energie eben auch Selbsthilfearbeit machen. Und diesen Sportunterricht hat Nina sogar noch gegeben als Trainerin. Und da hat sie geklagt über Schmerzen, und alle dachten, naja, vielleicht sind es Rückenschmerzen, Begleiterscheinung der Medikamente, die sie immer noch nehmen muss nach Abschluss der Chemo. Und dann stellte sich eben raus, dass der Krebs zurück ist und dass also wirklich die Organe, die Knochen, dass sie einfach voll sitzt mit Metastasen. Und dann ist es ein ganz anderer Film natürlich geworden. Wir haben natürlich auch sofort angeboten, dass wir das auch abbrechen können jetzt. Aber sie hat gesagt, nein, das ist das Leben. Wir wollen das Leben zeigen. Das gehört dazu. Bei vielen kommt der Krebs zurück, bei einigen nicht. Und genau dafür gibt es jetzt die Brustkrebssprotten. Genau dafür gibt es meine Freundin, die ich jetzt hier gewonnen habe. Und wir schaffen das jetzt zusammen. Also trotz dieser Diagnose gibt sie weiter Sportunterricht, dann eben mit Morphium, also oder unter Morphium, damit sie die Schmerzen ertragen kann. Und sie lässt sich einfach nicht unterkriegen. Und das ist etwas, was mich unglaublich beeindruckt hat bei dieser Reportage, wie viel Energie diese Frauen haben, wie viel Kraft, dass sie eben den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern wirklich versuchen, durch Aktivität sich dem auch zu stellen. Also eine Frau zum Beispiel nennt den Krebs immer das Arschloch. Also sie spricht immer nur von dem Arschloch, ist zurück oder nicht oder hat. Und da sieht man mal, wie kämpferisch und energetisch sie versuchen, das zu meistern. Das ist toll. Nun bist du ja Schicksale, Elend, sogar Tod gewohnt durch deine Nachrichten, die du verlesen musst in der Tagesschau. Jetzt, wenn du so ein persönliches Schicksal erlebst, fasst dich das nochmal ganz anders an, nehme ich ja, an, oder? Ja, natürlich, das ist ganz anders. Da geht es mir wie jedem Fernsehzuschauer auch. Ich meine, ich bin ja auch ein Mensch neben der Journalistin. Wenn wir in der Tagesschau über Opferzahlen berichten, die ja oft groß sind, ja, es sind ja oft Hunderte von Menschen, Tausende, Zehntausende von Menschen betroffen, bei so einem Tsunami zum Beispiel, Hunderttausende. Aber es sind natürlich letztlich abstrakte Zahlen, über die wir da berichten. Da fällt die professionelle Distanz einfach leichter. Wenn man aber bei so einer Reportage eine Frau wirklich kennengelernt hat und sie auch so in sein Herz geschlossen hat, weil wir relativ schnell, ich meine, wir sind ähnlich alt, ich glaube, ich war sogar die Älteste noch in der Runde mit 43, also wir hatten sofort ein freundschaftliches Gefühl zueinander und mochten uns einfach auch von Anfang an sehr gerne. Wenn dann jemand so eine Diagnose bekommt und man kennt die kleinen Kinder und man kennt den Mann und man weiß, was das schon mal bedeutet hat für diese Familie, diese ganze Chemotherapie, und man weiß, alles geht von vorne los, dann nimmt mich, das merkt man ja auch jetzt vielleicht im Business, nimmt mich sehr mit, natürlich. Klar. Ja, man gewinnt seine Protagonisten grundsätzlich ja auch lieb bei den Inselreportagen, ja, wenn du einfach längere Zeit mit den Menschen bist. Ja. Oder auch damals, als die Sozialreportage hier auf den Straßen Hamburgs gemacht hast und die Obdachlosen begleitet hast. Du moderierst, habe ich gesagt, die Spendengala am 13. Dezember, von denen oder von der ja dann auch die Kieler Brustkrebssprotten profitieren werden von den Spenden. Deshalb, liebe Zuschauer, bitte, 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 wenn Sie einen Euro übrig haben, gerne spenden. Ja. Die große Gala, wie gesagt, am 13. Aber Spendenaktion geht schon am Montag los. Also auch dann können Sie schon gerne, hier sind nochmal die Daten, die sehen Sie aber auch nochmal bei uns auf der Website. Die Kontodaten müssen Sie jetzt gar nicht in Ruhe mitschreiben, können Sie dann nochmal schauen. Und wie gesagt, dann geht's los. Und am 13. hoffen wir, wir zeigen noch mal Bilder von der letzten Spendengala, die du ja mit Jared Di Baba moderiert hast, in diesem Jahr auch. Ja, wieder mit Jared dieses Jahr. Ich freue mich. Und da habt ihr ja damals tatsächlich im vergangenen Jahr 1,5 Millionen eingesammelt. Ja. Ja. Also von daher wollen wir das natürlich gerne toppen, ne, Judith? Ja, es differiert immer so ein bisschen, je nach Spendenziel, vielleicht auch so ein bisschen, wie viel Geld haben die Leute noch übrig im Portemonnaie. Ne? Aber wir hoffen natürlich, dass wieder eine ordentliche Summe zusammenkommt. Aber selbst, ich sag mal, wenn es nur ein paar tausend Euro wären, das wird nicht so sein, aber selbst das kann natürlich schon viel bewirken. Ne? Insofern, jeder Euro zählt. Also, toi, 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 dass viel zusammenkommt für alle.
Krebs, das ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Ein anderes, wir haben es auch schon angesprochen, das Klima. Und wichtig für eine positive CO2-Bilanz sind ja bekanntlich Bäume. Doch ausgerechnet die werden immer weniger in Hamburg. Nicht, wenn es nach den Kindern geht. Angelika Leis. Lass die Bäume stehen. 600 Kinder schreien sich die Seele aus dem Leib. Sie protestieren. Damit die Bäume nicht gefällt werden. Also, die wollen da nur eine größere Straße. Und das soll nicht so sein, weil wir brauchen auch Bäume, um zu atmen, um also saubere Luft zu bekommen. Weil wir dann viel Schatten haben und wir haben ja auch sehr viel CO2, deswegen wollen wir die behalten. Weil uns die Bäume wichtig sind und weil die Bäume bei uns stehen bleiben sollen. Eine Planung von 2003 sieht vor, dass von den 40 gesunden Rotbuchen 19 gefällt werden sollen. Für 19 zusätzliche Parkplätze. Diese Baupläne, die liegen uns ja schon länger vor und die Kinder sind wirklich Feuer und Flamme. Sie haben auch schon Plakate gebaut für unsere Zäune dort vorne und große Banner. Und die Kinder lieben dieses Thema, weil es eben aus ihrer eigenen Welt kommt. Das ist deren Lebenswelt. Klare Ansagen, lasst die Bäume stehen, ihr könnt zu Fuß gehen. Mit dieser Forderung sind die Kinder nicht allein. Anlieger, Anwohner, Spaziergänger, eigentlich alle Lokstädter und der NABU wollen die Ausführung der nicht mehr zeitgemäßen Planung verhindern. Das ist gut, dass die Kinder schon ein bisschen Gefühl kriegen, dass das nicht irgendwas ist, was man wegnehmen kann, sondern dass das lebt. Ich weiß, dass hier gebaut, dass hier die Straße erneuert werden muss. Das ist auch kein Thema. Das wollen auch alle Anwohner. Aber hier muss mit Augenmaß gearbeitet werden. Und die Baumreihe hier wegzunehmen, das finde ich einfach ein Unding. Und in der heutigen Zeit völlig unpassend. Bäume zu schützen, gerade auch wegen des Klimawandels, ist nicht oberste Priorität in Hamburg. München und Bremen haben eine positive Baumbilanz. Hamburg dagegen hat in den letzten 10 Jahren allein bei den Straßenbäumen 6.000 gefällt, ohne sie zu ersetzen. Traurig, aber wahr. Auch die Grundstücke dürfen bis zur Grundstücksgrenze ausgebaggert werden. Kein Baum bleibt da stehen. Sondergenehmigungen sind an der Tagesordnung. Hamburg vernichtet seine Bäume. Und wollen die Anwohner Transparenz und Beteiligung bei der Planung, wird von den Behörden häufig geblockt. Wir hatten ja die Behörde angesprochen, ob wir einen runden Tisch machen können. Und da hat man aber gesagt, nee, wollen wir nicht. Aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Und dann hätte man gute Kompromisse finden können, weil wir vor Ort hier viel besser Bescheid wissen als irgendjemand, der hier mal lang geht und guckt. Immerhin, die Proteste scheinen zu wirken. Das Bezirksamt signalisiert, dass sie die Planung überprüfen wollen. Vor 10 Jahren haben sie sich hier schon mal erfolgreich gewehrt. Obwohl die Bürgerschaft damals einstimmig beschlossen hatte, 30 gesunde Bäume zu fällen, konnten die Anwohner nach monatelangem Protest einen Sieg einfahren. Die Bäume stehen noch. Das hoffen jetzt alle auch für die Buchen an der Schule Dörnstraße in Hamburg-Lockstedt. Ja, wir müssen dann weiter für Öffentlichkeit sorgen, weil das so eine reine Verwaltungshandlung ist. Und das Einzige, was dann geht, ist, dass wir Bürger sagen, mit uns nicht. Und das müssen wir halt so laut sagen, bis wir geschafft haben, diese furchtbare Planung zu ändern. Meinst du, die hören das und dann werden die Bäume bleiben? Vielleicht. Also ich hoffe, ja. Glaubt ihr auch, dass ihr das schafft? Ja! Ja! Ich hoffe es. Ganz dolle. Keine Ahnung, was das heißt. Ich hab grad noch geflüstert, wir fangen in der Kamera an, nur damit du es weißt. Also das ist unsere Kamera. Ja. Ich wollte gerade noch so sagen, wie toll die Kinder das machen. Ne? Aber wir sind jetzt auch in die Natur gegangen, denn ja, du, liebe Judith, bist aufs Land gezogen. Richtig. So richtig Land? Richtig Land. Kleine Koppel hinten dran. Also da, wo ich bin, ist eigentlich gar kein Ort mehr. Ja. Also es ist ein kompletter Außenbereich. Die Straße wird auch nicht geräumt im Winter. Und wir haben also unsere Stromleitung. Das ist alles ein bisschen alles Marke Eigenbau. Also so richtig abgelegen? Ja, richtig abgelegen. Ach. Ja, ja, am Naturschutzgebiet direkt. Das sind so 4 Landarbeiterhäuser, die dann irgendwann mal legalisiert wurden, weil mein Nachbar sich dafür eingesetzt hat. Und auch beweisen konnte, dass sie schon vor Gründung der Bundesrepublik da standen, die Landarbeiterhäuser. Das war irgendwie auch ganz wichtig. Und jetzt wohne ich da umgeben von schönster Natur und aus jedem Fenster sehe ich Pferde. Das ist ja meine geheime Leidenschaft. Zwei sind ja auch deine, ne?
Oder nicht die direkte, also nicht von denen also, jetzt, aber die, nee. Die du sehen kannst von dir aus? Nee, leider nicht. Die eigene Koppel gucken? Nein, leider nicht. Nein, eins Pferd ist ja krank schon lange. Das steht auf so einem Rentnerstall quasi, so eine Seniorenresidenz für alte und kranke Pferde. Der muss viel Ruhe haben, damit er das alles überlebt mit seinem kranken Fuß. Und meine Stute ist ab und zu mal da. Und dann steht die bei mir im Garten. Weil ich habe ja jetzt keinen Hof mit riesigen Weiden oder so, sondern ich habe einfach nur ein Haus mit einem echt großen Garten im Außenbereich. Und dann stelle ich sie manchmal zu mir in den Garten. Und tatsächlich ist es dann so ein bisschen wie bei Pippi Langstrumpf. Also wir frühstücken dann auf der Terrasse. Und dann kommt sie und guckt, ob sie vielleicht auch was kriegen kann. Kriegt sie ein Möhrchen, dann geht sie wieder. Selbstgezogenes Möhrchen. Genau. Mhm. Richtig. Ja, ich bin total glücklich mit meinem Landleben. Mhm. Ist der Grund gewesen, die Pferde, dass du raus wolltest aus Land? Oder was? Weil du hast ja jahrelang mit dir in der Stadt gewohnt, ne? Ja, ich kann es dir nicht so genau sagen. Vielleicht kennt der ein oder andere Zuschauer das, dass man irgendwann wieder die Sehnsucht hat, so zu leben, wie man es als Kind kennengelernt hat. Also ich bin ja sehr ländlich aufgewachsen, im schönen Bad Lippspringe am Teutoburger Wald. Mhm. Auch umgeben von Feldern und Wiesen direkt am Waldrand und so. Also auch irgendwie vorletztes Haus vor Ende der Zivilisation. Und ich wollte, ich weiß nicht, in meinen jugendlichen Jahren immer nur eins, und das war weg. Ja? In die große Stadt, am besten eine Metropole. Ach, Ausland, egal, Hauptsache Stadt, urban Leben. Ja. Und das habe ich auch gemacht ein paar Jahre und habe mich damit auch wirklich richtig wohl gefühlt. Mhm. Aber in den letzten Jahren, also so mit Ende 30, 40, bin ja jetzt 43, wie gesagt, kam der Wunsch oder wurde der Wunsch immer stärker, wieder so zu leben, also ländlich zu leben, mit Nachbarn, die man auch wirklich vom Namen her kennt und mit denen man dann irgendwie auch eine schöne Gemeinschaft hat und so. Und ich glaube, dass diese Inselreportagen das Ganze auch so ein bisschen getriggert haben bei mir. Weil ich da immer in diesen Mikrokosmen war, wo jeder jeden kennt und so wie ich es auch früher kennengelernt habe. Und das habe ich jetzt wieder, das ist sehr schön. Die finden es bestimmt auch ganz schick, dass du jetzt da in die Nachbarschaft gekommen bist, oder ist denen das egal? Das ist denen total egal, weil das sind ja so ganz norddeutsche Seelen. Und mein Nachbar Uwe ist Klempner und hat praktisch. Sehr praktisch, das stimmt. Hat riesige Hände, die rauesten Hände, die ich je bei jemandem gesehen habe. Und als der hörte, dass ich da einziehe, hat er erst mal gedacht, oh, hauer, hauer, ha. So eine die aus der Torgeschau, jetzt auch noch bei uns. So, ne? Ja, was will die denn hier mitten auf dem platten Land? So. Und dann haben wir uns kennengelernt und ich musste erst mal durch die raue Schale kurz durch. Ja. Und jetzt lieben wir uns heiß und ähnlich, ne? Weil er gemerkt hat, mit dem Mädchen kann man was anfassen, beziehungsweise anfangen, Entschuldigung. Nein, nicht, dass er aber der könnte ja mal bei dir im Garten anfassen, weil der ist ja echt groß. Ne? Und da guckt er wahrscheinlich, so Lucia da so über den Zaun und guckt er mal, was du da jetzt machst. Ne? Ja, also ich würde ihn nie einsetzen zum Helfen. Wobei neulich hat er mir geholfen, so einen Ast abzusägen, weil er so eine Motorsäge hatte. Aber er gibt mir Tipps. Und ich weiß noch genau, als ich anfing mit meinem Kräutergarten, ich habe ja jetzt so einen Küchengarten, wo ich alles Mögliche angepflanzt habe, zum ersten Mal in meinem Leben, weil selbst die Orchideen gingen bei mir nach 3 Wochen immer schon ein. Also ich hatte nie einen grünen Daumen. Der hat immer nur da gestanden, so am Gartenzaun rübergeguckt und gesagt, Judith, du machst zu viel, das wird alles nichts. Weil ich so ungefähr jede Frucht, die ich gerne esse, angepflanzt habe und jedes Gemüse. Weil ich immer gedacht habe, wenn jetzt von diesen 10 Sachen 9 nichts werden, dann habe ich ja vielleicht eine. Ja, eine Möhre. Und ich musste ja gucken, irgendwie, zu welchem Gemüse habe ich eine Affinität. Also was wird auch was? Weil das musste ja auch für Anfänger geeignet sein. Weil ich das mir wirklich auch durchs Lesen von Büchern im Internet, irgendwelche Tutorials angucken, selbst beigebracht habe. Aber jetzt hast du Erfolge zu verzeichnen. Ja, ich hatte den ganzen Sommer tatsächlich, ich bin auch richtig stolz drauf, ich konnte in meinen Küchengarten gehen und konnte mir also alles, was man so zum Essen braucht, da rausholen. Mhm. Also ich habe jetzt keine Hühner, deren Fleisch ich verzehre und auch noch keine Hühner, deren Eier ich essen kann. Soll aber noch kommen. Ja. Aber ich habe alles, was man für einen Salat braucht. Also von Möhren, wovon mein Pferd auch was abbekommt natürlich, über verschiedenste Salatsorten, Kräutersorten, Salatgurken, auch ganz toll, ganz einfach. Muss man fast nichts machen. Bis hin zu Radieschen, Zwiebeln, Knoblauch, Erdbeeren, alles. Wahnsinn! Also wenn man dich das letztes Jahr gefragt hätte, wie nur eine Gurke aussieht, hast du das noch kaum gewusst, weil du ja nichts zu tun haben wolltest. Wie eine aussieht, das wusste ich. Weil du ja eigentlich nichts zu tun hattest mit Essen selber machen. Das war nicht dein Ding. Ne? Also und jetzt das so stimmt. Toll. Finde ich super. Da hast du recht. Was du da in dir entdeckt hast. Das stimmt. Ich hab nie gelernt zu kochen, weil ich bei meinem Vater aufgewachsen bin, der halt alleinerziehend war und irgendwie andere Sorgen hatte, außer irgendwie zu kochen. Der hat dann einfach gearbeitet. Ich war auch viel alleine. Und es gab immer so viel so Fertiggerichte bei uns. Aber jetzt, durch diesen Garten, musste ich natürlich anfangen oder wollte auch anfangen, die Dinge zu verarbeiten, die da sind. Also musste ich mir auch irgendwie Gedanken darüber machen, wie mache ich bestimmte Dinge haltbar. Weil ich habe wahnsinnig viele Obstbäume. Das heißt, du wächst jetzt auch ein?
Ja, ich habe mir wirklich, ich habe mir so einen Automaten besorgt, wo man mit, wie Oma so Einmachgläser mitmachen kann. Und ich habe ganz viel Marmelade produziert. Ich bin dann auch so manisch. Ne? Wenn ich so ein neues Thema habe, dann arbeite ich mich da ein. Ich habe mir, glaube ich, erst mal 10 Bücher gekauft, wo überall Garten und Anfänger drauf stand in verschiedensten Variationen. Die alle gelesen. Und dann habe ich das gemacht, diesen viel zu großen O-Ton Uwe, mein Nachbar, Garten. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, okay, was mache ich jetzt daraus? Und ich habe bestimmt 70 Gläschen Marmelade hergestellt diesen Sommer. Und alle Freunde und Familie haben schon Angst, oh Gott, da kommt sie wieder mit ihrer Marmelade. Und wir müssen sagen, sie schmeckt ganz toll. Ja, stimmt, sie sagen, alles schmeckt ganz toll. Vielleicht aus den Gründen. Ich dachte immer, vielleicht schmeckt sie einfach ganz toll. Ich bin sicher, sie schmeckt. Aber ich finde es super. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist ja auch ein Paradies für deine Katzen. Ja, richtig. Denn du brauchtest ja auch ein bisschen Auslauf für deine wilden Freunde. Luzi und jetzt neuerdings auch noch Jack. Ja. Und Jack ist ein ganz wilder, ne? Ja, Luzi war eigentlich immer mit Leni, 2 Schwestern, die ich seit 16 Jahren habe. Und leider ist Leni dieses Jahr gestorben, nach einem schönen Leben, das sie bei mir hatte. Und dann war Luzi, das ist die untere übrigens, sehr einsam und alleine. Und habe ich gedacht, ich tue ihr einen Gefallen damit, wenn ich Jack nach Hause hole. Ein kleiner Mixkater aus der Nachbarschaft. Aber das war nicht so ein wahnsinniger Gefallen, den ich ihr damit getan habe, stellte sich dann raus. Weil sie das jetzt nicht so toll fand, dass der einzieht. Also mir war das nicht klar, wie sehr sie doch ihr Revier verteidigen würde. Und es war also wirklich mit schlimmem Anfauchen. Das können wir mal eben zeigen. Moment, wir haben ja von deinem Internet-Account hier ein kleines Luzi-Fauchen. Nochmal bitte. Ich wusste gar nicht, dass sie solche Geräusche machen kann, weil sie ist so eine liebe Katze. Ja. Aber er ist auch hammerhart, ne? Er lässt nicht locker. Und er setzt sich dann immer oben auf diese Kiste, so eine Filzkiste, oben drauf. Und dann drückt sie sich natürlich ein und Luzi unten wird zerquetscht. Ja. Sie hat also Gründe, dass sie ihn anfaucht. Er nervt sie einfach auch wahnsinnig. Ne? Er springt auf ihren Schwanz, wenn er sich bewegt und will mit ihr spielen. Sie ist halt jetzt 16 Jahre alt und hat natürlich überhaupt keine Lust, mit dem da irgendwie rumzutollen. Deswegen muss ich das machen. Ich habe mir jetzt so einen Laserpointer besorgt, dass ich da auf dem Sofa liegen kann. Und der, ach, da geht er nach? Ja, der rennt da hinterher. Das ist super. Ja, so ist es, wenn man einen Kerl im Haus hat. Ne? Laserpointer. Frische Landluft macht hungrig. Und deshalb gibt es jetzt Fisch auf den Tisch, gezaubert von unserem Spitzenkoch Rainer Sass. Servus, grüß Gott, hallo, meine Damen und Herren. Wir machen heute zusammen einen Festtagshering. Das ist ein Bismarck-Hering, der schon eingelegt ist, gibt es überall zu kaufen. Ein bisschen Sud habe ich aufgefangen und dazu machen wir ein bisschen Gemüse, also damit es so eine Art Salat wird, ja, also ein bisschen größerer Salat. Ich habe ganz einfach hier eine kleine Kasserolle. Da wird einfach ein bisschen Sonnenblumenöl reingegeben. Dann habe ich rote Zwiebeln, Lorbeer und Möhren. Und dazu kommt ein bisschen Senfsaat, das ist so ein Esslöffel, ein bisschen Piment, auch ein Esslöffel und Kapern, also die kleinen Kapern, ein paar mehr dazugeben. Und das Ganze wird abgelöscht mit relativ viel Essig, also ganz einfachen Essig. Und wo Essig ist, damit das so eine kleine skandinavische Note kriegt, also so süß-sauer, kommt auch relativ viel Zucker dran, also ein großer Löffel dazu. Das Ganze lässt man 5-6 Minuten köcheln, damit die Möhren und die ganze Geschichte gar wird. Und dann wird es so vermengt. Der Sud ist ausgekühlt. Ich habe die Lorbeerblätter rausgenommen. Alles andere bleibt drin. Das soll ein bisschen rustikal sein. Das kann man dann beim Essen auch die kleinen Körner, die man nicht haben will, rausnehmen. Es kommt gezupfte Petersilie dazu und frisch gekochte rote Beete in Scheiben. Jetzt gib still, meine Damen und Herren. Und das schneide ich so mit der Schere ganz, ganz rustikal hier einfach rein. Also einfach so reinschneiden. Gucken Sie sich das an. Und relativ viel davon. Dann habe ich hier noch Schmand. Und da kommt ein Esslöffel dazu. Und das Ganze wird jetzt noch mal wieder so ganz klein bisschen untergehoben. Und damit das mein Festtags-Heringssalat wird, komm einfach in so große Stücke geschnittener Bismarck-Hering dazu. Einfach so da reingeben. Das Ganze langsam unterheben, ganz, ganz vorsichtig. Und wir braten jetzt Schmorkartoffeln. Das sind festkochende Kartoffeln, feingeschnitten und Zwiebeln. Die sind roh und die werden leicht gesalzen hier. Also ein bisschen Salz dazu und ein bisschen Muskat gleich am Anfang. Sonst kriegt man nachher diese Muskatwürze da nicht rein. Bisschen was dazu und dann wäre das Ganze schon mal einmal so gewendet. Und dann haben Sie hier nur so leicht Farbe bekommen, meine Damen und Herren. Es sind auch Schmorkartoffeln und keine Bratkartoffeln. Deshalb kommt jetzt Wasser dazu.
Und jetzt schmoren die mit dem Fett, das ist Butter und Olivenöl, die Kartoffeln und die Zwiebeln so vor sich hin. Man geht mit der Temperatur runter, gießt immer wieder ein bisschen Wasser nach und dann hat man Schmorkartoffeln vom Feinsten. Sie kriegen jetzt 3 Tipps und ich richte an. Augen auf beim Heringskauf, meine Damen und Herren. Gute Bismarck-Heringe sehen so aus, haben eine feste Konsistenz und liegen in einer guten Lage und gibt es eigentlich überall. Frische rote Beete hat einen unvergleichlichen Geschmack, wird in Salzwasser gekocht und Sie müssen den Messertest machen, denn alle Knollen haben eine unterschiedliche Garzeit. Bei Schmorkartoffeln erst die Kartoffeln wenden, wenn sie so leicht ohne Flüssigkeit hier stehen. Gucken Sie sich das an. Und dann gießt man wieder ein bisschen Wasser nach und schmort weiter. Kochfinale, meine Damen und Herren. Mein Festtagshering mit Schmorkartoffeln. Gucken Sie sich das an hier. Wunderschön. Die Schmorkartoffeln kriegen noch ein bisschen Petersilie oben auf die Mütze. Ich trinke dazu ein dunkles Bier aus dem Norden. Schönen Abend. Dankeschön, sah lecker aus, oder? Ja, sah sehr lecker aus. Vor allem, wenn man um die Zeit Rainer Sass zuguckt, der läuft einem immer schon so. Ja, das ist böse. Das stimmt. Sehr böse. Du isst sehr gern, auch wenn du nicht ganz so gerne kochst, aber du isst sehr gern und deshalb bist du optimal für eine neue Sendung im NDR, die heißt Tellertausch. Da geht es um Essen und um was noch, Judith? Ich würde sogar sagen, dass Essen meine Kernkompetenz ist. So weit würde ich gehen. Also es geht darum, dass Profiköche, 4 an der Zahl, 30 Minuten haben, um ein Gericht zuzubereiten. Mhm. Was jetzt erstmal vielleicht nicht so eine große Herausforderung ist, wenn man nicht weiß, dass sie immer tauschen müssen, die Plätze und die Küchen. Das heißt, die richten was an und dann wird der Teller getauscht. Genau, die kriegen also Zutaten, müssen da was draus zaubern. Der Erste macht sich Gedanken, was soll es werden, fängt an. Und dann gibt es irgendwann das Kommando Tellertausch. Ja. Und dann muss der nächste Sternekoch das übernehmen, muss erst mal gucken, was ist das überhaupt, ja, was soll das werden, und kocht dann weiter. Und sie haben also einfach kein gemeinsames Ziel. Sie haben nur das Ziel, es muss irgendwie was Essbares entstehen. Und jeder macht dann vielleicht in seinen 8 bis 10 Minuten ein völlig anderes Gericht wieder draus. Und am Ende kommt halt was raus. Ja. Und dann wird das bewertet. Und das musste ich bewerten, genau. Und das machst du sehr streng, aber sehr charmant. Wir schauen mal rein. Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr. Sie ist die wunderbare Frau aus der Tagesschau. Und er ist ein Mann, den ich Samstagnachmittag nicht vermissen möchte. Hier ist Judith Rakers und Marcel Reif. Vielleicht ganz kurz, es gibt 4 Gerichte mit 4 Farben. Die maximale Punktezahl ist 4 für den besten Teller und natürlich 1 für den schlechtesten Teller. Wir haben Hunger mitgebracht, es kann losgehen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß, guten Appetit und bitte bei Rot anfangen. Okay. Ich finde, die Optik ist so ein bisschen so, als hätte ich es gemacht. Also die Orange sieht jetzt so ein bisschen explodiert aus, aber das muss nichts heißen. Sie kann ja sehr lecker sein. Manche Dinge schmecken besser, als sie aussehen. Oh, lecker. Das ist gut. Da hat Tellerrot gerade noch mal Glück gehabt, ne? Es war nicht alles so lecker. Ja, vor allem, man sagt ja auch, viele Köche verderben den Brei. Und wenn da jeder auf einem Teller rummischt, kann ich mir vorstellen, dass da nicht nur Tolles rauskommt. Also da sind Sachen rausgekommen, die so das Niveau haben, wenn ich koche. Magst du denn lieber Hausmannskost oder Sterneküche? Ehrlich gesagt lieber Hausmannskost, also wenn ich mich entscheiden muss zwischen den beiden Dingen. Also ich finde es gut, wenn ein Gericht gut gekocht ist. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Sternekoch Hausmannskoch zubereitet. Dann würde ich die, glaube ich, vielleicht sogar lieber essen, als wenn ich es zubereiten müsste. Ja. Aber ich mag es einfach, wenn es ehrlich ist, wenn es gut schmeckt, wenn man noch erkennen kann, was es mal war. Und ich glaube, ich eigne mich schon deshalb für die Jury, weil ich wirklich auch alles esse. Also Glutamat, Laktose. Auch gegen nichts empfindlich. Ich bin nicht allergisch gegen irgendwas. Ja. Ich esse einfach alles. Und doch haben sie mich in der Sendung an die Grenzen gebracht, weil es gab dann nämlich Hase. Also Hasenfleisch. Mhm. Sagt man da Hasenfleisch? Ja. Sagt man Kaninchen? Oder was sagt man da? Ich glaube, es gibt beides. Es gibt Hasenpfeffer, es gibt Kaninchenkeule. Also jedenfalls dieses Tier lag da. Und da habe ich dann gedacht, ich hätte zwar vorher angekündigt, ich würde alles essen, aber ich hatte mal ein Haustier, Bunny. Und dann fiel mir das wirklich wahnsinnig schwer, da jetzt so reinzubeißen. Meine Nachbarin hat neulich einen Hahn geschlachtet, der mich zu Tode genervt hat, jeden Morgen. Und dennoch konnte ich ihn nicht essen, weil ich dachte, ich kann doch jetzt nicht meinen Nachbarn verspeisen. Also, es geht nicht. Es gibt auch bei mir Grenzen. Ja, das ist gut so. Man sollte bei seinen Prinzipien bleiben. Das Schöne ist, du hast uns ja schon erzählt, Weihnachten gibt es bei euch Fondue, Fleisch oder Käse, Fisch. Was macht ihr klassisch? Verschiedene Fleischsorten. Verschiedene Fleischsorten. Und natürlich auch Gemüse und so. Ne? Wir essen nicht ausschließlich Fleisch. Aber zum Weihnachten gehört ja nicht nur eben das gute Essen, sondern auch die Weihnachtsgeschichten. Und du spielst
spielst interessanterweise in einer mit, allerdings, also man hört dich, aber das ist ja synchron spielen, synchron sprechen, wäre echt zu wenig gesagt. Und du spielst, sprichst eine Hexe. Richtig. Welche Hexe? Ich spreche die Weihnachtshexe. In Italien gibt es ja den Brauch, dass am 6. Januar die Befana kommt, die Weihnachtshexe. Das ist das, was wir als Nikolaus kennen. Also Nikolaus kommt bei uns ja mit Knecht Ruprecht. Die lieben Kinder kriegen vom Nikolaus Geschenke und die Bösen werden von Knecht Ruprecht, also früher war das so zumindest, verkloppt. Ne? Irgendwie mit einem Besen auf den Hintern. Früher, als ich klein war, heute sicherlich nicht mehr. In Italien ist es so, dass es nur eine Person gibt, nämlich die Weihnachtshexe. Und die gibt den lieben Kindern eben in ihre Socken, das kennt man auch, die werden aufgehängt und so, Süßigkeiten. Und die, die nicht lieb waren, bekommen Kohle in die Socken. Und jetzt gibt es eben diesen italienischen Weihnachtsfilm, der jetzt im Kino läuft, um diese Weihnachtshexe. Und natürlich geschieht der Weihnachtshexe etwas. Sie wird entführt und ihre Schüler, weil sie tagsüber als Lehrerin arbeitet, retten sie dann. Also es ist eine Mischung aus, ich finde immer so Harry Potter und TKKG. Ja, eine Abenteuergeschichte. Und du sprichst, spielst sie. Wir hören und schauen rein. Ja. Mein Name ist Paola Sostegni. Seit Jahrhunderten lebe ich jetzt undercover, was gar nicht so einfach ist. Denn von Mitternacht bis 8 Uhr morgens verwandle ich mich in die Weihnachtshexe. Eigentlich verwandle ich mich nicht in sie, sondern bin sie. Paola, willst du meine... Entschuldige bitte. Zu Weihnachten fliege ich auf meinem Besen zu den Kindern und fülle ihre Strümpfe mit Süßem. Wenn sie lieb und artig war. Aber wenn sie frech war, dann gibt's nur Kohle in die Socken. Schön, oder? Naja, vielleicht im Märchen. In Wirklichkeit ist es ein Albtraum. Weil alt sein Mist ist. Rheuma, Arthritis, Rückenschmerzen. Außerdem muss man fit bleiben, sonst kann man all die Geschenke nicht tragen. Und ihn muss ich auch ertragen. Super, Judith. Chauvinismus, sagt sie immer, wenn sie Nikolaus sieht. Ja, aber super. Ich meine, das ist wahrscheinlich ja gar nicht so leicht. Das ist ja normalerweise nicht dein Job. Das machen normalerweise Schauspieler oder Schauspielerinnen synchronisieren. Ja. Und alle sagen auch, es ist nicht leicht, weil du musst ja richtig emotional agieren. Ja, ich habe mich so gefreut, als diese Anfrage kam, synchron zu sprechen, weil das wirklich auf meiner Bucketlist stand. Ich habe immer gesagt, das würde ich gerne mal machen. Aber ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, vielleicht mal so bei so einem Zeichentrickfilm, was Animiertes, eine kleine Nebenrolle oder so. Und ich habe auch erst ja gesagt und erst dann gemerkt, dass es sich um einen Spielfilm handelt, wo ich die Hauptrolle spiele und dass es echte Menschen sind. Also ich musste quasi diese echte italienische Schauspielerin mit ihren ganzen Lippenbewegungen synchronisieren. Und das war gar nicht so einfach, das weil sie auch ich. So schnell spricht. Man merkt ja, ich rede eh schon schnell, wenn ich so außer Rand und Band bin. Aber das hat mich echt vor große Herausforderungen gestellt. Auch dieses Schreien immer und dann kämpfen und Schauspielern und so, das war nicht einfach. Wütend sein. Ja, wütend sein. Zum Beispiel, es gibt eine Version wütend bei mir. Nämlich, wenn ich, also Judith, wütend ist. Wie ist aber die? Ja, so wie in dem Film. Ja. Aber ein Schauspieler, ein echter oder ein echter Synchronschauspieler, der hat wahrscheinlich 20 verschiedene Arten von wütend, die er mal eben so abrufen kann. Und genau das ist der Unterschied. Aber hast du so ein bisschen Blut geleckt? Also könnte es sein, dass du demnächst vielleicht auch über Synchronspielen sprechen hinaus schauspielerisch tätig wirst? Könntest du dir das vorstellen? Also gerade jetzt, wo ich das wieder gesehen habe, was dazugehört, das ist ein Beruf für sich. Also ich habe immer gesagt, ich mache jeden Spaß mit, wenn es mal eine Cameo-Rolle ist. Im Tatort habe ich ja auch schon mal mitgemacht. Dann bin ich dabei, aber ich will jetzt keinem Schauspieler seinen Job streitig machen, wirklich nicht. Du hast auch genug andere Jobs, unter anderem den einen, den du jetzt seit fast 10 Jahren, nächstes Jahr ist ja für dich Jubiläum, dieses Jahr war schon für die Sendung Jubiläum, ja. 45 Jahre, 3 nach 9, habt ihr vergangen Woche, glaube ich, erst gefeiert, ne? Ja. Und hier ist ein Ausschnitt aus dem Jubiläums, aus der Jubiläumssendung. So, Helge, jetzt zu dir. Wir haben etwas vorbereitet für dich, die 3 nach 9 Gerüchteküche. Okay. Ich konfrontiere dich jetzt mit Gerüchten, die es über dich gibt. Ach so, ich dachte, das ist... Und du, und du sagst uns, ob sie stimmen oder ob sie nicht stimmen. Okay. Vieles entsteht in bekifftem Zustand. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Also bei mir nicht. Es gibt aber welche, die kiffen und da entstehen natürlich Sachen, aber die kenne ich nicht. Okay. Nächstes Gerücht. Helge hat einen mega Oberkörper, weil er gerne rudert. Ja, das ist kein Gerücht, das ist leider wahr. Aber ich bin wieder ein bisschen runtergekommen. Ich habe jetzt ein halbes Jahr nicht gerudert. Wo ruderst du denn, wenn du ruderst? Im Schlafzimmer. Sehr schön. Ich habe so eine Rudermaschine. Happy Birthday, 3 nach 9. Happy Birthday to you. Dankeschön. Helge Schneider.
Jubiläum. Ja, alles Gute. Aber ich meine, gerade Helge Schneider in so eine Jubiläumssendung, das ist ja kein ganz einfacher Gast, ne? Das stimmt. Also, als ich ihn das erste Mal zu Gast hatte, ich glaube, es war das vierte Mal jetzt schon, da habe ich auch gedacht, oh je, weil es heißt über ihn, dass er dich auch auflaufen lassen kann. Dann hast du keine Chance, mir eine Frage zu stellen, weil er einfach nicht bereit ist, irgendwie zu antworten, dass du was damit anfangen kannst. Das geisterte so, dieses Gerücht, dass man so ein bisschen aufpassen muss bei ihm. Und dann war er da zum ersten Mal vor einigen Jahren bei 3 nach 9. Ich bin ja jetzt auch schon 9 Jahre dabei. Wahnsinn, ja. Und er war, ehrlich gesagt, zauberhaft. Und bei all seinen Auftritten, jetzt darf ich ihn auch immer interviewen, weil Redaktion sagt, passt, mach du mal, war er immer nett und zugänglich und hat jeden Spaß mitgemacht. Und diese Gerüchteküche eben auch, das war toll. Ich meine, die beliebteste Frage, kennst du ja auch von Journalisten, oder ist immer, wenn man bei so einer Sendung gefragt wird, was ist denn jetzt der liebteste Gast gewesen oder der schwierigste Gast? Hast du da so Tops und Flops, wo du sagst, da hat es gar nicht geklappt oder wenn der kommt, bin ich total begeistert? Nee, aber mir ist eins aufgefallen. Also irgendwie ging es mir damals im Studium schon so, wenn so die Referatsthemen verteilt wurden oder die für die Seminararbeiten. Bei denen, wo man immer als erstes Ja schreibt, weil man denkt, dass man da einen guten Zugang hat zu dem Thema oder zu dem Gast, das sind dann am Ende oft gar nicht die, die einen letztlich begeistern. Also das war echt so ein Learning aus meinem Studium, dass ich gesagt habe, okay, auch wenn ein Thema irgendwie oder ein Gast ne, sperrig ist, ich bin jetzt mal offen und versuch's einfach. Und insofern, ja, es war bei 3 nach 9 genauso bisher. Judith, behalt dir deine tolle Offenheit, komm auch noch ganz oft zu uns als Gast, bitte. Immer wunderbar, wenn du da bist. Ich wünsche dir viel Glück, du hast ganz viele Projekte, Inselgeschichte nächstes Jahr auch, sprechen wir dann drüber. Ja. Und Ihnen sage ich, wer morgen kommt, da geht es um die Haut, es geht unter die Haut. Die Dr. Michaela Axt-Gardermann kommt und zur Visite und gibt ganz viele Tipps zu Pflegeprodukten. Tschüss!